So, Tagchen, ihr Lieben. Wahrscheinlich seht ihr mich jetzt im Hochformat, ne? Weil ich auch im Hochformat drehe. Ich dachte, ich vlogge wieder ein bisschen mit, weil ich ja weiß, dass einige das vermissen, meine Vlogs. Ich übrigens auch. Ich werde jetzt die Päckchen wegbringen. Da hatte ich ja Bäumchen verlost, die mir zugeschickt wurden, diese LED-Bonsai-Bäumchen. Und ich hatte ja gesagt, 6 von euch können die gewinnen oder beziehungsweise bekommen einen zugeschickt. Und dann habe ich das diesmal so gemacht, dass auch mal diejenigen rankommen, die wirklich mich so lange schon unterstützen, so lange gucken, immer kommentieren. Und ja, dann habe ich gesagt, ey, komm, die ersten 6, die reinschreiben, ich bin dabei, die wirklich so ein Bäumchen haben wollen, die kriegen es. Habe somit auf den Generator verzichtet. Somit könnt ihr das auch oder konntet ihr das selber sehen. Und einmal im Gepäck das Make-up für Daniela drin. Da hatte ich ihr angeboten, sie wollte ja unbedingt trotzdem das Make-up. Naja, für mich ist es ideal, da muss ich es nicht wegschmeißen. Ich kann es nirgendwo abgeben, sonst offiziell. Und ja, dann haben wir uns auch geeinigt. Sie soll alles schön desinfizieren. Lippenstifte, soweit wie es geht, abschneiden oder mit einem Feuerzeug die Variante oder wirklich mit Desinfektionsmittel. Und wenn man da keine Angst hat, irgendwie, ja, oder beziehungsweise wenn man alles richtig macht, ne? Bronzer und so eine Geschichten kann man ja dann auch nochmal desinfizieren. So, ich mach mal Schluss und melde mich gleich. Hab gerade ein bisschen schräg geguckt, weil da mal wieder rechts vor links verwechselt wurde und ich stand mit ihm und dachte ja auch gerade so, ja genau so, hä? Man wird dann immer selbst verunsichert, wenn ein anderer die Vorfahrt nimmt. So, ich bin jetzt hier, ich werde jetzt eure Pakete wegbringen, unter anderem Grit, Tine, Ilka, Ramona. Einer fehlt, aber ich hab's eigentlich im Kopf. Ja, du musst auch nicht aufpassen als Fußgänger, stimmt. Ramona. Ach, Ute. Ramona. Ilka. Tine. Grit. Das waren jetzt 5 und dann Danielas Make-up. Jetzt habe ich es. Ute, dich habe ich vergessen. Sorry, tut mir leid. So, dann gehe ich mal schnell rein, damit ihr eure Sachen schnell bekommt, ne? Ach Mensch, ich bin ja auch ein Idiot. Also, weiß ich ja selber. Aber nur ich darf das sagen. Und eure Sachen sind unterwegs. Also, wenn ihr das Video seht, ist es, glaube ich, Sonntag oder Samstag. Je nachdem. Und ich hoffe, dann habt ihr schon eure Bäumchen, ne? Der ein oder andere zumindest. So, jetzt werde ich probieren. Das war auch von Key Power, wo ich die Bäumchen hatte. Eine Handyhalterung, die werde ich jetzt mal probieren. Das ist so eine aufladbare, falls ihr da Bock habt. Oh, scheiße. Na klar. Warum denn einfach? Erstmal neben den Sitz geschossen, genau in die Rille. Ich halte es mal so rein, dass ihr das sehen könnt. Ich hatte es vorher hier drin und jetzt habe ich die dran. Und da wird es dann reingesetzt. So, angekommen. Einkauf erledigt. Post. DM mit Mausi. Und jetzt komme ich gleich für ein Haul. Auspacken, Unboxing. Ein Käffchen gemacht.
Das ist ja ganz klar. By the way, ich habe einen Fingernagel verloren bei Rewe. Wer ihn findet, könnt ihr mir gerne zusenden. Da habe ich mir nämlich den einen Tag selbst mit dem Hammer, auch schön schräg, mit dem Hammer auf den Nagel gekloppt. Ja, gut, jetzt sind wir da. Ich mache heute die Nägel sowieso neu. So, guten Tag. Auch wenn ein bisschen schräg, wartet mal. Wir müssen ein bisschen ausskalieren hier, so geht es nicht. So, also für Mausi. Peking Duck. Nee, das habe ich für Kira mitgenommen. Mausi mag immer Klassik. Genau, dann schmecken ihr die auch ganz gut. Sonst mag sie immer den Nudeltopf, Hühnertopf. Und jetzt mag sie den Nudeltopf, Brokkoli. Hat sie gesagt, der ist ganz okay, ganz lecker. War jetzt bei Rewe, die Rewe, auch im Angebot ein paar Töpfchen. Dann hatte ich mal wieder Lust auf Heringssalat. Fischers Bester mit roter Beete und Gurke. Ja, manchmal habe ich da so Hieber, aber ich glaube, ich weiß warum. Milchschnitte war für 1 Euro im Angebot. Habe ich mitgenommen. Kann man ja nicht verkehrt machen. Dann habe ich Leberwurst. Einmal. 150 Gramm. Dann war für 1 Euro Schinkenspicker. Die sind tatsächlich ganz gut. Die schmecken wirklich wie, ich weiß nicht, ob man wie sagen kann, aber mich stört hier der Geschmack überhaupt nicht. Ich denke immer, ich habe Wurst auf meinem Brot. Das ist aber auch die einzige Sorte von denen. Viel mehr habe ich auch nicht ausgetestet. Die Salami noch, aber die hat mir nicht so geschmeckt. Dann Skyr, der cremige. Kann man auch schön als Sour Cream Dip dann machen. Oder mit Agavensirup, Früchte, Haferflocken. Die waren nämlich auch runtergesetzt auf 1 Euro. Dann habe ich, ach, 3 cremige. Wo sind denn die Vanillin? Ach, hier, einmal Vanille. Und eigentlich habe ich noch einen zweiten Vanille. Dann haben wir hier Garnelensalat. Mit so Schrimps. Ja, nee, Garnelen, sonst würde da Schrimps draufstehen, ne? Hier, die waren auch in den Ecken, oder nicht in den Ecken, sondern in dieser Kühltruhe, wo die Milchschnitten auch reduziert waren. Die haben gerade dieses Angebot. Das ist aber Tropical Coco. Kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht, wie es schmeckt. Normalerweise ist also meine Erfahrung, die originalen Oldschool-Sachen schmecken irgendwie am besten, weil man da vom Geschmack her einfach gewohnt ist. Hier, Ramisch frisch. Landliebe Butter, 2-mal, war auch runtergesetzt. Was haben wir hier? Rustikale Küche Hotdog. Das ist so ein Geflügel- oder Schinkenwurst, ne? Fleischsalat mit Röstzwiebeln und Ketchup. Ach nicht, dein Ernst. Könnte man sich auch selbst anrühren, aber gibt es fertig. So, dann geht's weiter. Hier ist der zweite Skyr Vanille. Genau. Kochsahne, das brauche ich für Schweinegulasch, werde ich klein schneiden. Mit Kochsahne verfeinern, Gemüse kommt dann noch rein und Nudeln. Aber hier, wenn wir nichts haben, dann geht das immer. Wir sind völlige Miracoli-Freaks, warum auch immer. Das ist so das Einzige, was ich an Nudeln tatsächlich mitessen könnte. Conny waren auch im Angebot, 1 Euro, das sind Conny Free, ohne Zuckerzusatz. Schoko, hä, naja, und was habt ihr stattdessen dann? So geht es ja nicht, Süßungsmittel, naja, ob es gesünder ist, bezweifle ich. Aber habe ich jetzt auch nicht deswegen gekauft. Tagliatelle, die kommen dann zu dem Schweinegulasch mit dieser Kochsahne. Und Gemüse, dass man so eine schöne rustikale Pfanne hat. Was haben wir hier? Ach so, da habe ich an Kiwi gedacht. Erdnuss süß-salzig, wobei ich das auch sehr mag. Also Erdnuss süß-salzig geht. Dann einmal Milch 3,8er. Rippchen, nochmal Schoko. Also hier sind die Rippchen. Nochmal Cornis, genau 4 Stück hatte ich davon. 2 Erdnuss, 2 Schoko. Auch mal für die Schule dann zum Mitnehmen.
Giselles Pulled Pork. Ich glaube, Kern habe ich diesmal auch einen Pulled Pork mitgenommen. Dann hatten sie hier von La Mia mit Sauerteig, Mix aus drei Mehlsorten. Das ist jetzt so neu. Davon haben sie ja sonst die große, die wir so lecker finden. Eins. Ach, hier ist das Gemüse, was ich in die Gulaschpfanne mache mit diesem Tagliatelle. Rewe Gemüsepfanne mediterraner Art. Hier ist das Fleisch. Ich muss hier blind reingreifen. Hier ist die zweite Pizza. Die hat diesmal so eine ovale Form. Ich bezweifle, dass man davon satt wird. Nochmal Miracoli. Für den Notfall, wenn mal so Sonntage sind oder so. Was ist das Kaltes denn? Was habe ich denn da geholt? Ach so, für Steakhouse Fries. Steakhouse Fritz. Frittenmann. Barbecue. Für hier, Grippchen. Ich habe heute echt wenig geschlafen. Also heute habe ich echt wenig geschlafen. 4 Stunden oder so. Dann hier so eine Kartoffelröschen oder wie heißen? Herzogen Kartoffeln. Genau. Hier ist Giselles Classic Soba. Und ja, hier ist die dritte. Oh, ey. Macht mal bitte so die ganze Zeit. Das ist echt Sport. Das dritte. Ach nee. Einmal Pulled Pork. Tata. So, jetzt bin ich aber fertig. Mit den Nerven, mit dem Körper. Danke. Jetzt habt ihr gesehen, was ich bei Rewe gekauft habe. Die Autohalterung. Übrigens sehr, sehr super. Ich dachte, ich kriege mein Handy nicht mehr raus, aber es ging, wenn man die Sensoren links und rechts antippt, dann öffnen sich die Arme und dann kann man das Handy rausnehmen. Und aufgeladen hat es auch. Also perfekt. So, ihr Lieben. Danke fürs Zugucken. Mal gucken, was jetzt hier danach noch kommt in der Woche. Werde probieren, noch so ein bisschen mitzuquatschen, mitzuvloggen. Und ja, jetzt wird erstmal kurz ein Päuschen gemacht. Durchgeatmet, essen. So, ich muss zur Apotheke. Mein Kind hat Ohrenschmerzen. Sie hatte ja auch Corona. Deswegen war ein bisschen anstrengend, so gut es ging. Desinfizieren, aber wir haben uns, also wir sind nicht dran erkrankt. Oder wir hatten es auch schon vorher, wie ich es eigentlich vermute, weil es mir damals 2020 so schlecht ging, so über 8 Wochen lang Husten. Trotzdem kann man es ja immer wieder bekommen, ne? Ja, und jetzt hat sie sich irgendwie so zum Rest, sie ist jetzt wieder positiv, aber zum Rest des Tages eine Ohrenentzündung eingefangen. Und deswegen gehe ich jetzt zur Apotheke und kaufe ihr antibakterielle Sachen auf jeden Fall, dass sich die Entzündung irgendwie so ein bisschen zurückzieht oder dass die Entzündung auf jeden Fall aus dem Ohr dann rausgeht, ne? Mal gucken, was sie da haben. So, jetzt muss ich mal probieren, ob das alles funktioniert. Weil auf Hochformat ist ja doof. Ja, dann habe ich beim Bäcker hier noch ein Landbrot gekauft. Musste so quer schneiden, aber ist mir ja Wurst. Ist ja nicht schlimm. Weil das wohl, ja, oh ja, das ist sehr weich. Oh, lecker. Ja, dann habe ich Ohrentropfen geholt. Die Post ging jetzt mit dem 6. Bäumchen raus nach Österreich. Okay, der Versand, der war irgendwie teurer als, glaube ich, der Inhalt. Also ist jetzt kein Gemoser, aber bei 9 Euro Versand für ein LED-Bäumchen, ja, dachte ich mir auch so, warum ist das so teuer im Nachbarland, ja? Wirklich, das wiegt ja nun gar nichts. Okay, jetzt haben wir hier, ich hoffe, das hilft ihr, Otodolor, Lösung zum Eintropfen in den Gehörgang. Ja, ging jetzt auch.
Naja, was heißt, ging auch, waren auch wieder 7,95. Waren wir mal schon 20 Euro los. Dann wollte eine noch Make-up haben. Die Make-up-Sachen habe ich verteilt. Ja, ich glaube, ohne jetzt rumhosern zu wollen. Aber das ist ja das, was man oftmals nicht sieht, ne? Natürlich kriegt man die Produkte gesponsert. Und auch mit dem Make-up, mir wurde angeboten, die Versandkosten zu übernehmen. Das mal vorweg habe ich aber übernommen. Aber wenn man so Gewinnspiele macht, die Versandkosten bleiben ja an einem kleben. Wenn da 9 Euro Österreich bei sind und dann die 5 restlichen, dann 5 mal 3 sind 15, sind wir schon bei knappe 24 Euro, die man aus eigener Tasche zahlt. Weil es ist ja Quatsch, eine Gewinnverlosung zu machen und zu sagen, ja, Versand müsst ihr bezahlen. Also natürlich ist es nicht Quatsch, wäre natürlich auch eine gute Alternative, aber das sind immer so Sachen, die oftmals nicht gesehen werden, ne, von anderen. Die denken dann immer, oh ja, geil, die kriegen alles geschenkt und gesponsert, aber was da für Finanzen trotzdem noch dran stecken. Aber gut, ich sehe es ja auch so, ihr bringt mir ja die Klicks dadurch auch wieder rein, ne? Aber es ist jetzt einfach nur so eine, man geht ja trotzdem in Voraus, ne? Es ist jetzt nur so eine Rechnung, damit man mal sieht, nicht alle YouTuber sitzen auf ihren Geschenken und haben dann davon irgendwie einen großen Lottogewinn, ja? Das war jetzt wirklich nur eine Freude machen für 6 von euch und da ihr so schnell reagiert habt und da auch immer diese Stammis bei waren, meistens, ja, glaub schon, dachte ich mir, bevor meine Stammis irgendwann mal nichts gewinnen oder nie was gewonnen haben seit 3 Jahren, ist es doch meine gute Alternative. So, dann war ich bei DM, wir brauchten nämlich noch Zahnpasta. Und zwar von Colgate haben sie Elixir Gum Booster mit Hyaluronic Acide. Das ist einmal das, die haben noch ein schwarzes mit Cola aktiv und dann haben sie hier ein White Restore. Mit 3 weit auseinander. Mit 3 Stufen Mineralien. Weißmacher Mineralien hoch. So. Die habe ich mitgenommen. Colgate. Die ist nicht für Kinder unter 7 Jahre geeignet, sehe ich gerade. Das ist ja von meiner Großen die Lieblingszahnpasta. Die habe ich auch mitgenommen. Ein Augenbrauenstift, die wollte ich mal probieren als Ablöse für meine anderen. Hier ist nämlich auch wieder diese schöne tropfenförmige Spitze. Mit denen komme ich irgendwie am besten klar. Gerade hier hinten, wo ich es ausfüllen muss. Das ist ein schöner Ton. Aschbraun. Hier heißt er Black Brown. Satin Duo nennt sich das. Express Brow. Ich hoffe, das ist auch waterproof. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Und dann habt ihr hier so ein Schwämmchen, um das Ganze nochmal zu verdichten. Ist bei mir jetzt nicht so nötig. Und dann hier nochmal diesen Tattoo-Brow, 36 Stunden. Den probiere ich auch mal. Ich habe da hier so einen Spoolie dran. Und diese Seite ist ganz normal zum Anspitzen. Ist immer ganz cool. Das ist die 07 Deep Brown. Jo. Also hier halte ich es nochmal rein. So sieht der aus. Mit Kissen und Tropfenform. Und der hält 36 Stunden. Ja. Dann habe ich mir einen Riegel geholt. Jammo, ohne Zuckerzusatz. Banane, Kakao, Sesam. Klang lecker, lag an der Kasse. Und hier noch so eine Smint Clean Breath. Naja, ob die jetzt wirklich 2 Stunden halten. Weil ich dachte mir, ja, probieren wir den mal. Ach, der ist dunkel. Ach, guck mal an. Hier, der ist so richtig schön Bananen. Wie so eine alte Banane. Ich mag Bananen überhaupt nicht, aber so ein Riegelzustand finde ich ganz cool. Ja, wer es mag, schmeckt auf jeden Fall. Jetzt fahre ich nach Hause, damit meine Große ihre Tropfen bekommt. Ja, alles organisatorisch erledigt. Dann ist immer schon mal so check. Kaufland.
heute mal eine Schrebe oder so gefunden. Nutella, Biskuit oder Biskuits, Kekse, knuspriger Keks mit Weizenmehl und Rohrzucker. Zweimal habe ich davon mitgenommen, aber auch nur, weil es im Angebot war, ne? Dann hier so eine Harry Schweizer Weckel. Dann Eier, muss ich dazu sagen, war Freilandhaltung auch wieder weggefegt. Was hat denn noch gefehlt? Gurken waren heute zum Beispiel im Angebot. 88 Cent, Nach Öl habe ich gar nicht geguckt. Da wollte ich ja mal gucken, ob wir da auch so einen Mangel haben. Aber irgendwas war noch weg aus dem Bestand. Dann hier so eine fertigen Obstbecher, 2 Stück mitgenommen. Also hier ist so Honigmelone drin, Weintrauben, 0 Zusatzstoffe, 0 Konzentrate hier unten. Dann Heilprotein, Haselnusspudding, ist aber nicht für mich, ne? Also ich brauche kein Protein essen, um Gottes Willen. Möchte eigentlich mehr auf die Rippen haben. So, dann gab es hier in so kleinen Körbchen Tomatenküsschen. Süß wie Honig. Oh, und das hat mich wirklich tatsächlich so dran erinnert an so richtige Gartentomaten, die wirklich mal nach Tomate schmecken. Hier ist noch der zweite Haselnusspudding. Biomilch, 3,8 da. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfasse. Wir mussten ja wieder gefühlte Kilometer latschen. Dann Spaghetti waren auch im Angebot. Barilla habe ich 3 Mal mitgenommen. Polaner Spezi war runtergesetzt auf 49 Cent oder 45 Cent. Wollte Kilian. Pesto habe ich mitgenommen. Habe ich immer noch nicht geschafft zu machen, also selber zu machen. Kilian wollte so einen Mörser mitnehmen mit Stößel. Er ist ja so der Kräuterfreak bei uns, finde ich ganz cool. Auch von der Farbe her schwarz, passt gut rein. Und da ist er der Beauftragte für Kräuter und ja, so für Artischocken die Soßen oder Marinaden. Das ist ganz cool, auch mit grobem Salz, schön Rosmarin stampfen. Ja, die hatten schöne Sachen. Ich halte es mal nochmal rein. Die hatten echt schöne Sachen. Dann eine Knoblauchpresse. Unsere alte, die tut zwar, was sie soll, aber man kriegt die so schlecht sauber und da muss man so doll pressen, dass man schon fast diesen Eigensaft in alle Richtungen schießt, wenn man da so eine Zehe auspresst. Hier ist ganz cool, die war auch im Angebot. Ist auch von der Kollektion Spice and Soul. Also wie dieser Mörser. Dann habe ich hier so eine Knoblauchpresse mitgenommen. Die dann auch hier so diese Reinigungsschaufel hat, wo man dann besser rankommt, als da ewig mit den Bürsten, mit den Borsten immer da in die Löcher zu kommen. So habe ich ja die alte immer gereinigt und dann neuer Pizzaschneider für 2,99 €. Ebenfalls von dieser Firma, der ist ein bisschen größer als den wir gerade haben. Aber wenn, dann fehlt er immer, ne? Ist im Geschirrspüler, also haben wir jetzt 2. Der ist vom Radius auch ein bisschen größer. Giselle wird sich über ihr weißes Red Bull freuen. Ach so, ein Sieb habe ich mal mitgenommen. Stimmt, ich habe nämlich tatsächlich keins, was so aus Metall ist. Habe ich nicht. Und ich weiß jetzt nicht, in welchen Situationen, aber mir fehlt oft Puderzucker zum Beispiel. Oder wenn ich da meine Shots mache, mir fehlt oft wirklich so ein kleines Sieb. Dann ist das ja Tomaten-Bolognese von Knorr. Da schwört ja Jolien drauf. Ja, jetzt ist sie ja bald draußen, ne? Hat ja eine Wohnung gefunden. Also auf der einen Seite wird Zeit und freue mich total, dass es überhaupt in Berlin geschafft hat, mit einer sehr guten Wohnung bei den Verhältnissen. Bezahlbar und ja, nun ist es ja nun langsam auch so weit, dass mein erstes Küken rausgeht und auch nicht alleine, ne? Macht mich natürlich dann auch immer so, ja, sie geht nicht alleine, ja. Sie hat ja ihre Partnerschaft seit Jahren. Tomätchen, ja, schöne Tomaten. Erdbeeren, da habe ich überlegt, ob ich die wirklich komplett verwerte als Kompott oder wirklich in einem, wo ist er denn? Ach so, da hinten.
einen Shake draus mache mit Milch. Dann hier nochmal kernige Rosen. Tatsache. Ach, Rosenbrötchen. Die schmecken ganz gut. Die sind innen, wenn die aus dem Ofen kommen, so richtig schön, wie sagt man, klitschig. Also da hat man richtig schön viel Teig. Ich habe hier auch nochmal Besteck mitgenommen, ebenfalls von Spice and Soul. Und das ist ja einfach schlicht. Komplett schlicht und geschirrspülmaschinenfest. Andere Packung, Nummer 7 und Nummer 7. Dreimal Nummer 7 habe ich genommen, ja. Dann habe ich von Perwoll. Was ist denn heute schon wieder los? Perwoll Renew Refresh gekauft. Das kenne ich noch gar nicht. Ich halte es mal so rein, damit ihr auch seht, wie die Vorderseite ist. Ja, frisch. Aber da ich ja seitdem Bianca da den Tipp gegeben hat, mit Blütenrausch so begeistert bin. Ich habe wirklich selber kaum noch Bedarf an Weichspülern. Vielleicht ist euch das aufgefallen in den DM-Holz. Dabei, seitdem ich das irgendwie benutze, ist kein Weichspüler mehr bei. Selten. Dann Erdbeeren. So, die Tüte können wir auch schon wegschmeißen. Hä? Ach, das war's? Kommt mir gerade so leer vor. Also ich habe ja viel rausgeholt, ne? So viel wartet aber jetzt auch nicht. Ich bin erschrocken. Alles leer? Tatsache. Ja, oh. Ja, dann sind wir. Hä? Kilian? Wo ist mein weißes Perwoll? Ich habe da noch ein weißes Perwoll gekauft. Oh, steht bestimmt im Auto. Davon gab es noch ein weißes für weiße Wäsche. Naja, nicht schlimm. Gut, ihr Lieben. Seit gestern Abend habe ich euch doch von meiner flackernden Lampe. Oh, Alter. Was machst du da? Aber was machst du mit den ganzen Pfefferkörnern? Die sind teuer. Ich habe mal viele genommen. Nee, ich meine, was passiert denn damit? So, Kilian hat Pfefferkörner gemein. Wow. Wirklich komplett. Ey, ich muss aufpassen, nicht, dass ich niese. Sieht aber echt schön aus. Gell? Sag mal, warum sagst du heute gell? Ich habe gestern auch gell. Und habe mich selbst erschrocken. Ja, manchmal ist es gern einfach so, wenn man nichts einfällt. Ja, aber ich sage sowas nie. Tagchen, ihr Lieben. Ich glaube, das sieht man dann im Vlog. Und jetzt frisch, vor 15 Minuten, kam dieses Paket an von Amazon. Also, ich schätze, dass es die Produktpräsentation ist mit den Kühldecken. Aber ich weiß es nicht so genau, weil ich mehrere Anfragen bekommen habe. Da waren gute bei. Also sonst sage ich ja, wenn ich wirklich nichts gebrauchen kann, sowas wie eine Kreissäge oder so. Aber ich glaube, sowas würde man mir auch nicht anbieten. Warum sind hier Glühbirnen? Oh. Ich dachte, ich soll mir von den 4 Artikeln was aussuchen und habe dann Winterdecken. Und ich weiß, da waren diese Glühbirnen bei, deswegen gucke ich jetzt ein bisschen bescheuert. Oh, dann kommen die Decken später. Hä, das ist ja cool. Also ich bin ein bisschen geschockt, ich freue mich. Ihr wisst ja, ich habe so eine Lichterklatsche. LED. Filament String Lights. Hier sind die Daten. Das ist Warm White, ist hier angekreuzt. Nicht bunt. Die sehen zwar schön aus mit dem Draht. Ich dachte ernsthaft, das wären jetzt die Decken. Ich wusste nicht, dass die mir alle 4 Produkte schicken anscheinend. Und ich mache hier erstmal so Werbung für die Decken. Ach, ist ja süß. Guckt mal.
Okay. Schön. Da kann man sich ja was Schönes zaubern. Das ist richtig hell. Das andere war ja eher warmes Weiß, aber hier ist richtig schön hell. Jo, cool. Muss ich mal gucken. Jo. Waren mal keine Decken. Vielleicht kommen sie wirklich noch und wenn, ist auch nicht schlimm, ne? Gut, ihr Lieben. Dann werdet ihr wahrscheinlich in dem Video dann meine Glühbirnenparty sehen. Mein Programm ist jetzt tatsächlich, ein Fußbad zu machen. Aus meinem Zimmer, da habe ich ja alles so sortiert, mein Fußfach rausgenommen. Und da sind immer so meine Produkte, die ich am liebsten benutze. Also generell eigentlich Badesalz oder ja, das nehme ich meistens immer für Füße. Das war jetzt Moonlight Dreamer. Dann habe ich hier noch die Badebomben. Ich glaube, die hat mir Manolli zugeschickt gehabt, wenn ich mich gut dran erinnere. Aber die sind auch wirklich beim Baden sehr, sehr schön. Die duften sehr toll. Dann die Creme war ja ganz gut, Tagträumer, weil die nicht so intensiv wie dieses Duschgel gerochen hat. Ja, dann habe ich hier, ach so, das sind nur diese Schutzteile, damit man keinen Ballen bekommt. Oder wenn Leute tatsächlich schon einen Fußballen haben, der wehtut, dann wird der Zeh korrigiert. Aber ich benutze die, ja, eigentlich auch doof. Man sollte die benutzen, damit es nicht dazu kommt, ne? Aber um so Druckstellen zu vermeiden, habe ich die mal mitgenommen. Dann hier diese Zehentrenner, auch wenn ich die Füße dann mit UV lackiere und in die Lampe dann halte zum Aushärten. Dann haben wir hier noch ein kühlendes Eisgel, das ist natürlich nicht für den Winter, ne? Hier haben wir dann noch die Fußcreme Ultra Sensitive, die war auch ganz okay, von Balea. Und hier meine Lieblingscreme von Kneipp, diese Fußbutter mit Orange und Calendula. Mega. Ich liebe die. Die ist so schön fettreichig. Fettreichig. Fetthaltig. So. Und dieses Fußpeeling habe ich im Backup. Das ist das Backup. Und das ist das, was ich benutzen werde. Damit bekommt ihr wirklich so tote Hautschüppchen einfach weg. Bei mir muss ich zum Glück nicht viel machen. Und ja, das ist dann so die Routine. Zweimal im Monat. Milch-Honig-Duft. Ja. Ich muss nämlich sowieso noch ein bisschen warten. Hier sind die Swatches von Minka dran, von ihrem Überraschungspaket. Ihre leberwurstfarbenen Lieblingslippenstifte. Oh, das riecht aber wirklich sehr, sehr süß. Aber sehr, sehr gut. Oh, da freuen sich meine Füße, ich sag's euch. Ja, und naja, von der Farbe jetzt nicht so lecker, ne? Aber soll jetzt farblich nicht schön sein. Ist zwar sonst immer toll, wenn man da so schöne Farbergebnisse hat, aber vom Duft her ist das ja fantastisch. Danke, danke, ja. Wenn du Gisels Gesicht sehen könntest. Sie grinst bis zum Anschlag. Schnürsenkel ist offen, nein, hier. Ja, bitte, Hände.